das hier wird, glaube ich, der längste Kosmetikmorg, den ich je gedreht habe. Es hat sich einiges angesammelt. Ich habe echt lange nicht gedreht. Und langsam ist die Tüte schon dem Platzen nah. Es wird Zeit. Willkommen beim Kosmetikmord. Ihr habt die Tüte eben gesehen. Die ist verdammt prall gefüllt. Ich hoffe, ich kann mich überhaupt noch an alle Produkte erinnern. Ich weiß aus dem Stegreif jetzt nur wenig, was drin war, weil es ist jetzt bestimmt, ich weiß nicht, ein halbes Jahr her, dass ich gedreht habe, oder 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate, ich weiß es nicht. Kann ich natürlich nachgucken, logisch. Aber es ist auf jeden Fall eine verdammt große Menge. Also es geht jetzt kunterbunt durch die Tüte, ich habe nichts vorsortiert, einfach ausgeschüttet und greife jetzt willkürlich irgendwo hin und schaue mal, ob ich Produkt-Alzheimer habe oder ob das Produkt so war, dass ich mich noch dran erinnere. Ja, Schatz? Das ist Bebe. Schmeiß das weg. Super, Schatzi. Mama nimmt das gleich weg. Sehr gut. So, auf geht's. Mama hat eh jetzt viel wegzuschmeißen. Endlich. So, hier haben wir Balea Rasiergel Summer Garden mit Mango-Duft. Ich bin kein echter Fan der Balea Rasiergels. Manche sind gut, viele nicht. Und im Vergleich zu meinem All-Time-Favorite von Gillette losen sie irgendwie immer ab. Der Geruch war gut, daran kann ich mich erinnern. Und ich war mit dem auch weitestgehend zufrieden. Wäre für mich vielleicht ein günstiges Nachkaufprodukt, aber mein All-Time-Favorite ist immer noch besser. Daher kein Nachkaufprodukt. Bleiben wir doch beim Rasiergel. Ich habe doch bestimmt mehr als eins in einem halben Jahr leer gemacht. Ja, Isana Rasiergel hat mir gar nicht gefallen. Ist auch noch ein kleiner Rest drin. Hat nicht so wirklich funktioniert für mich. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht gründlich genug die Haare umschließt und ich dadurch schlechter rasiert habe. Ja, daher kein Nachkaufprodukt. Ich wusste, ich habe mehr als ein Rasiergel. Fruchtige Sommerliebe. Dafür, dass ich einfach nur willkürlich irgendwo hingreifen wollte, habe ich jetzt bisher nur Rasiergel. Es war sehr intelligent. Egal. Was mir halt ins Auge fällt. Und zwar fruchtige Sommerliebe. Das ist Himbeer- und Zitronengras. Es war okay. Den Duft fand ich mittelmäßig. Nochmal dran riechen? Ja, genau. Es war nur mittelmäßig. Das Mango hatte mir besser gefallen. So. Habe ich hier noch ein Rasiergel, was ich jetzt einfach so... Ja! Ich habe richtig Fettrasiergele leer gemacht. Pink Grapefruit hat mir gar nicht gefallen. Die Rasureigenschaften von den Balea-Rasiergelen sind fast immer gleich. Selten, dass mal eins ein bisschen besser ist oder so, aber im Großen und Ganzen sind die alle, nehmen sich von der Qualität nichts. Mir hat der Geruch nicht gefallen. Das war nicht so das Wahre für mich. Normalerweise mag ich Pink Grapefruit durchaus, weil es so schön frisch ist. Als Frucht zum Essen hasse ich Grapefruit. Aber bei Kosmetikprodukten mag ich es eigentlich aufgrund der Frische, aber hier war es nicht mein Fall. Ihr merkt schon, ich vergleiche es halt immer mit meinem All-Time-Favorite und das geht bisher nichts drüber. Tja, daher werden wahrscheinlich alle immer ablosen. So, jetzt sehe ich erstmal keins mehr. Vielleicht taucht ja nochmal eins auf. Man weiß ja nie, aber jetzt greifen wir mal einfach so. Was haben wir hier? Handwaschlotion, Palmolive. Ich mochte die Verpackung und ich mochte den Geruch und ich mochte die Handwaschseife. Sie roch schön frisch, daher fand ich sie gut. Hat mir auch gut gefallen. Schön dezent, die war gut. So, dann habe ich hier schon die nächste Handwaschseife. Süßer Flirt war mir zu süß. Hat mir nicht gefallen. Quitten und wilde Rosenduft war mir ein bisschen zu altbacken. Nicht so meins gewesen. Schade. Natürlich habe ich es trotzdem leer gemacht, weil wenn da, machst du leer. Ist halt so. So, was haben wir noch Schönes? Wir haben hier von Method Pink Grapefruit schon die zweite oder dritte Flasche, die ich davon leer gemacht habe. Mochte ich, da flog der Veleda Staubsauger meiner Kinder gerade übers Türgitter. Alex, möchtest du saugen? Ja, dann saug mal schön. Nun denn, ich mochte sie, wäre ein Nachkaufprodukt. So, dann leer Sebamed Intim Wash Lotion. Immer wieder gut, immer wieder nachgekauft. Kann ich empfehlen, ist okay. Was haben wir hier? CB12 neutralisiert Substanzen und Prozesse, die Mundgeruch verursachen, für 12 Stunden.
So, war eine Mini-Probe. Ich glaube, zweimal benutzt. Dreimal benutzt, circa. War nicht viel drin. War extrem frisch. Ob es geholfen hat, kann ich nicht beurteilen. Hat sich jedenfalls keiner in den 12 Stunden bei mir beschwert. Ich nehme es mal an, dass es dann gewirkt hat. So, dann haben wir ein Deo. Dusch das, feel fresh. Da flog ein Tutut-Anhänger. Ihr wollt wohl extrem um meine Aufmerksamkeit buhlen. Nun denn, ich mag den Geruch. Das war jetzt das Nudelholz aus Plastik. Noch was? Nun denn. Pink Fresh, hier, Feel Fresh. Du bringst mich ganz durcheinander, Basti. Feel Fresh, ich mag den Duft. Fand ich okay. Hat keine ewige Wirkung, auch wenn da 48 Stunden draufsteht. Das glaubt doch wohl keiner. Aber ich mochte es mal so für zwischendurch. War es okay. So, dann Duschschaumcreme von Spitzner. Ich liebe diesen Duschschaum. Er hat einen ganz eigenen Geruch. Der ist so ganz eigen, den ich niemals hätte gedacht, dass ich den mag. Der ist so speziell, dass ich ihn mag. Ist aber mehr so ein Ding für den Herbst. Jetzt nicht unbedingt für den Sommer. Aber die Haut fühlte sich auch gut an dabei, das weiß ich. Da kann ich mich noch dran erinnern. Habe ich aber, glaube ich, auch schon 2-3 Mal leer gemacht. Also daher. Dove Original Deo. Immer wieder gut, immer wieder mag ich den Duft. Wirkt auch bei mir, funktioniert auch. Zwar nicht 48 Stunden steht drauf, sondern eher so 12. Aber ich mag ihn. Und hat die richtige Größe, um auch mit in den Flieger zu dürfen, ins Handgepäck. Basti, gibst du Alex bitte den Löffel wieder? Basti hat sich den Löffel soeben in den Mund gesteckt und guckt mich an, à la Mama, nein. So, leer ist die regenerierende Handcreme von Claire Fischer. Habe ich sehr gern benutzt, sehr gemocht, denn meine Hände waren mega gesättigt davon und ich habe es deswegen auch immer nur schön brav in der Nacht genommen, vorm Schlafengehen. Und roch gut, Hände fühlten sich top an, hat mir sehr gut gefallen. Schade, dass sie leer ist. Doch, durchaus, wäre ein Nachkaufprodukt. So, L'Oreal Präferenz, Pflegespülung. Ich hatte mir mal die Haare gefärbt. Die beschweren immer grundsätzlich mein Haar und machen sie schnell fettend. Aber es pflegt halt auch und die Haare sind nicht mehr so struppig nach dem Färben, daher immer schön benutzen. Nochmal Dove leer gemacht, die zweite. Odolmed 3 bis auf den letzten Krümel leer gemacht. Wie man sieht, denn es ist gerollt. So kriegt man auch den letzten Rest aus der Tube. Odolmed 3, mal meiner Standard-Zahncreme Meridol fremdgegangen. Und deswegen zeige ich sie euch. Jetzt benutze ich gerade wieder Meridol. Und ja, die, wie gesagt, hat mir auch ganz gut gefallen. Hat gut geschmeckt, war nicht zu scharf. Hat mir gut gefallen, wie gesagt. So, dann haben wir hier Isana Shampoo Oil Care. Für den Friseuren empfohlen, extra strapaziertes und trockenes Haar mit Arganöl und Pflaumenkernöl. Dieses Produkt hat mich echt überrascht. Ich hätte nämlich gedacht, Oil Care, bei meinen dünnen Haaren, die schnell fetten, das geht schief. Das geht sowas von schief. Ich werde so fettige Haare haben, dass ich sie mir 15 Mal waschen kann und trotzdem mich nicht raustrauen kann. Pustekuchen. Meine Haare sahen top aus. Sie haben nicht schneller nachgefettet. Sie sahen toll aus und nicht wie aus dem Klo gezogen. Und waren auch super weich und angenehm zu kämmen. Daher war ich richtig zufrieden. Ich hatte sogar das Gefühl, dass es ein bisschen sogar austrocknet. Was mich echt gewundert hat für ein Ölshampoo. Aber wäre für mich ein Nachkaufprodukt. Hat mich echt gewundert. Ich muss hier mal gucken, wie ich die Tüte hier irgendwie hin platziere. So, O3, Revital Regain Shampoo. Es war okay, es hat mich aber nicht vom Hocker gehauen. Das Shampoo war an sich in Ordnung, wie gesagt. Haare nicht schneller nachgefettet, aber auch nicht besonders irgendwie gut kennbar gewesen. Es war ein schönes Standard-Shampoo für zwischendurch. Also, aber dafür vom Preis her finde ich es dann zu teuer. Dafür fand ich dann die Wirkung zu mau, muss ich sagen. Balea Vitalizing Shampoo Lemongrass und grüne Minze für normales und leicht fettendes Haar. War okay, musste man nur genau mit der Dosierung aufpassen. Wenn ich zu viel genommen habe, haben meine Haare nämlich nachgefettet. Das war dann nicht so schön. Also musste ich mit Vorsicht genießen, aber war nutzbar. Dann jetzt die Fußcreme von Neutrogena mit Nordic Berry habe ich aufgebraucht. Wurde auch mal Zeit, die hatte ich nämlich schon mal länger stehen jetzt und dann irgendwie vergessen und jetzt wieder benutzt.
Und ist eine aufbauende Pflege. Ich finde sie nicht so intensiv wie manche andere Creme, die ich habe. Aber sie war okay. Nun denn, die Fußcreme ist okay, ist gut. Aber ich kenne intensivere. Also, was haben wir hier noch? Garnier Fructis Prachtauffüller. Die schöne Aufbaukur, naja, kräftige Pflegecreme-Kur, um genau zu sein. Funktioniert bei meinem Haar ganz gut. Beschwert dann für einen Tag ziemlich doll mein Haar. Sollte ich also lieber immer so samstags abends, wenn so Hausmuttis wie ich zu Hause hocken und nicht ausgehen, verwenden, um dann den Sonntag mit scheiße aussehenden Haaren rumzuhängen. Bad Hair Day und dann einfach nochmal waschen und dann ist alles gut. Funktioniert aber an sich. Kann ich mich nicht beschweren. Also mein Haar fühlt sich sehr viel weicher an dann und ich habe das Gefühl, durchaus gepflegter. Durchaus. Alverde Pflegedusche, Kardamom, Vanille. Das war so ein, ja, es ist ein Naturduft, dieser typische Alverde-Duft. Naturkosmetik-Alverde-Duft, wie ich es immer nenne. Angenehm, aber ich kann es nicht ewig riechen. Momentan habe ich jetzt wieder so eine Phase, wo ich es nicht mag. Daher, nun denn. So, dann habe ich benutzt, das ist schon eine echt lange Zeit her. Meine aktuelle Haarfarbe ist schon wieder anders. Und zwar L'Oréal Paris Booster Préférence ist das P37 dunkles Violettbraun. So sollte es aussehen, so sah es auch aus. Vom Violett habe ich aber jetzt nicht so viel gesehen. Aber es war eher so ein dunkles, schimmerndes Rot. Fast schon Altfrauenrot, muss ich sagen. Aber irgendwie hat es mir gefallen, eine Zeit. Dann ging es mir auf die Nerven und jetzt habe ich gerade einen Braunton drin. Karamellbraun, glaube ich, habe ich drin. Goldbraun? Nee, Goldbraun wird bei mir immer rotstichig. Ich glaube, es ist ein Karamellbraun, was ich jetzt drin habe. Kommt meiner natürlichen Farbe schon ziemlich nah. Hat trotzdem immer noch einen Rotstich. Bei Sonneneinwirkung, zumindest bei Sonneneinstrahlung. Die Frisur, außerdem hier die Haare selbst geschnitten, denn ich habe nicht mal Zeit zum Friseur zu gehen. Und das macht aber auch nichts. So wichtig ist das nicht. Und da ich sie meistens sowieso hochgesteckt trage, also meistens trage ich sie jetzt auch nicht wie jetzt, sondern eher so irgendwie kuddelmuddel nach oben zusammengesteckt, damit sie mich ja nicht stören, wenn ich mit den Kindern irgendwas mache. Daher ist das ziemlich egal, wie der Schnitt aussieht, weil hochgesteckt merkt man davon eh nichts mehr, weil alles eh nur zusammengehalten. Ja, also wie gesagt, die Haarfarbe schon wieder gewechselt. Hat aber ziemlich gut gehalten, also ist nicht so lange rausgefallen. Gut, eine Zeit lang waren die Handtücher rot, aber hat sich recht gut gehalten. Ist also doch durchaus so ein Stück nachgewachsen schon gewesen, der Ansatz, bevor ich dann gefärbt habe. Rituals Sakura Spring, dieses Duschöl aufgebraucht. Ich habe es geliebt. Ich liebe die Rituals Produkte. Die riechen immer lecker. Und so auch dieses und hat mir sehr gefallen. Wäre ein Nachkaufprodukt, wenn ich es nicht noch einmal hätte und aufbrauchen kann. Ich habe es also noch einmal. Aufgebraucht zum x-ten Mal Too Sexy Big Volume, mein Lieblingshaarspray. Bisher kommt da kein anderes ran. Ich benutze momentan durchaus ein anderes, einfach um es aufzubrauchen. Und gefallen tut es mir nicht, denn es hält nicht und verklebt. Aber ich benutze es, solange ich es aushalte. Naja, und danach nehme ich wieder das. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier von L'Oréal Absolute Repair. Das habe ich, glaube ich, 2, 3, 4, 5 Mal benutzt, keine Ahnung. Ist auch ein Shampoo, hat meine Haare ein bisschen beschwert. Ein bisschen haben sie nachgefettet mehr. Waren sehr, sehr weich, fühlten sich toll an, aber sahen halt leider nicht lange toll aus wegen dem Nachfetten. Haben wir hier Naturals Aromatik. Was habe ich denn heute in Knoten in der Zunge? Aromatik Shampoo. Hat meine Haare sehr ausgetrocknet. Der Duft war genial. Orange, mega. Aber hat meine Haare ausgetrocknet. Schade. Durchkämmen war echt scheiße. Dann haben wir hier ein Duschgel. Max Pure Woman. Max Pure Woman. Wie hat's gerochen? Ach, das war das. Fand ich cool. Fand ich echt gut. Ist ein typisches Duschgel, was halt auch zu einem Parfum gehört. Klar, das Parfum mag ich auch. Und daher passte das ganz gut. Ich fand es sehr, sehr angenehm. Doch, ja. Für so ein Parfum-Duschgel hat es mir mal gefallen. Normalerweise bin ich nicht so der Fan von diesen Parfum-Duschgelen. Dann, was haben wir noch? Das hatten wir schon. Das hier. Nux Reve de Miel. Spricht man garantiert nicht so aus. Ist eine Handcreme.
Welche Handcreme war das? Kommt hier noch irgendein kleiner Schuss, Mini-Schuss raus? Ah, die roch super. Die hat mir gut gefallen. Die habe ich sehr, sehr schnell aufgebraucht. Kaum, dass sie hier war, war sie leer. Habe ich mir an den PC gestellt, habe ich ständig benutzt, weil die hat die Hände echt mega gepflegt. Die war echt gut. Dann haben wir hier Colorglanz, 2-Minuten-Kur mit Kokos und Milch. Die habe ich, glaube ich, schon Ewigkeiten gehabt. Und nachdem ich dann koloriert hatte mit Rot, habe ich sie dann endlich aufgebraucht. Dann wurde sie auch endlich leer. Gefallen hat sie mir mittelprächtig. Hat meine Haare auch ein bisschen nachfetten lassen. Aber der Geruch war ganz okay. Den Geruch fand ich ganz nett. Jedoch überriecht man sich nach einer gewissen Zeit, wenn man es häufiger benutzt, durchaus dran. Alverde, Deo-Zerstäuber, Acerola-Kirsche und Cranberry. Wirkt nicht. Riecht mittelmäßig gut. Aber es wirkt nicht. Also macht es keinen Sinn. Schade. Hier haben wir nochmal Naturals und Conditioner. Der hat recht gut funktioniert. Wobei ich muss sagen, im Vergleich zu anderen, er hat das Haar durchaus leicht erkennbar gemacht. Aber nicht so, wie ich es nach dem Naturals, weil ich habe es zusammen benutzt, nach dem Orangenshampoo gebraucht hätte. Aber er roch gut. Das Zeug riecht wirklich gut. Aber nur wegen dem Geruch benutzt man es nicht. Es sollte auch wirken. Dann haben wir hier Douglas Protein Repair Conditioner Pflegespülung. Die hat gut funktioniert. Damit war ich zufrieden. Hat auch ganz okay gerochen. Die hat gut funktioniert, war aber leider zu schnell alle. Ich glaube, ich habe es nur 2-mal benutzt. Tja. Dann haben wir Yves Rocher. Haben wir hier ein Shower Oil. Das mochte ich nicht. Ich mochte den Geruch nicht. Ich mochte das ganze Ding nicht. Und ich habe es, glaube ich, in 2-mal aufbenutzt, damit es leer ist. Ich mochte es einfach nicht. Aussie Miracle Dry Shampoo Color Mate. Eins meiner liebsten Trockenshampoos. Das Grüne davon ist mein absoluter Favorit und hat alle meine Test-Vorher-Ergebnisse weggeschmettert. Das Grüne habe ich auch noch. Und das habe ich natürlich jetzt benutzt, als ich rote Haare hatte. Und ja, war ich mega zufrieden mit als Auffrischung, wenn mal wieder der Conditioner die Haltbarkeit der Frisur zerstört hat und man innerhalb von 10 Stunden aussah wie 3 Tage nicht Haare gewaschen, hat es mir nochmal den Ansatz und alles gerettet. Dafür war es immer toll. Und ich sag euch, wenn man Zwillinge hat, dann ist Trockenshampoo durchaus manchmal sinnvoll, wenn plötzlich Besuch vor der Tür steht und du mal wieder es nicht geschafft hast, aufgrund, hier will einer was, da musst du was machen, dann bist du da noch irgendwo in Wohnung machen, dir irgendwie die Haare halbwegs zurecht zu machen, da rettet es dir Leben. Okay, man kann es übertreiben. So, dann Lea, Garnier Body in der Dusche, 24 Stunden Feuchtigkeitslotion zum Abspielen, die ist in der Dusche Body Lotion für normale und trockene Haut. Ich mag alle drei sehr gerne, am liebsten mag ich natürlich, wieso bin ich jetzt unscharf? So, am liebsten mag ich die Gurke, trotzdem, das war okay. Mein Akku gibt auf. Ich muss gleich den Akku wechseln. Oh mein Gott. Oder ich beeile mich. Schau mal, silikonfrei Pflege, Shampoo für feines, glanzloses und trockenes Haar. Hat gut funktioniert, habe ich gerne benutzt. Aber auch da, auch nach einer gewissen Zeit, wurden meine Haare irgendwie ein bisschen fettiger, haben nachgefettet. Es ging aber. Das Schöne daran war, ich brauchte keinen Conditioner, weil die Haare waren weich genug, um so durchzukämmen. Dann Sommerdusche, Kokos und Maracuja. Maracuja und Kokos. Der Duft. Ach, das war das. War mir zu süß. War mir viel zu süß. Ich habe es nur noch leer gemacht. Also wirklich nur noch, gib ihm die 5-fache Dosis. Hauptsache, es wird leer. Nächstes Mal verschenke ich es. Öldusche, Melone und Birne von Isane. Die mochte ich, auch wenn sie etwas süß war, aber ich mochte sie. Die war angenehm vom Gefühl her auf der Haut. Aber war halt auch ein bisschen süß. Also 2 Flaschen hintereinander hätte ich davon nicht aufbrauchen können. Isana Creme Dusche Orangenblüte jedoch ist mein absoluter Favorit gewesen in einer gewissen Zeitspanne. Und den mag ich einfach. Da habe ich auch noch eine Flasche von liegen. Ich fand ihn sehr angenehm sanft im Geruch, frisch und das Gefühl auf der Haut war schön. So ein cremiges Gefühl war schön. Das würde ich jederzeit nachkaufen. Dann, ihr merkt, ich habe Isana leer gemacht. Cremedusche, Vitamin und Joghurt hat mir auch mega gefallen. Sehr fruchtig, frisch, nicht zu süß. Hat mir wirklich richtig gut gefallen.
So, was haben wir denn noch? Wir haben aufgebraucht Aveo, Pflegedusche, Secret Wonderland. Viel zu süß. Das ist eindeutig ein Kinderduschgel, Kaugummiart. Nicht für mich geeignet. Isana Creme Öl Lotion. Hätte ich gedacht, dass es meine Haut überstrapaziert, aber nein, es war mega, hat kein öliges Gefühl hinterlassen. Die Haut fühlte sich gut gepflegt an, ich fühlte mich damit richtig gut. Und daher wäre für mich ein Nachkaufprodukt. Balea Duschgel, blumig, frischer Duft, Miami Sunshine. Etwas fruchtig, etwas zu blumig, na fruchtig ist falsch, etwas zu blumig. Für meinen Fall, Geschmack war es jetzt nicht so, also es hat mir nicht so gut gefallen. Daher, schade, das war jetzt nicht so meins. War ja auch klein, ging schnell leer. Ach, guck mal, hier haben wir die CB12-Packung gefunden. Winzig war sie, winzig. So, Organic Strengthening Conditioner, der hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Der funktionierte irgendwie null. Playboy Generation, riecht ganz angenehm. Wirkung würde ich sagen mittelmäßig. Ich habe bessere Deos. Also, es war okay. Aber man musste auch mal nachsprühen. Dafür war der Duft aber gut. Nivea Fresh Flower mochte ich sehr gern, hat auch gut bei mir funktioniert. Das nutzte ich durchaus gern. Doch frischer Blumenduft, der aber nicht übertrieben blumig war irgendwie. Also er war angenehm, durchaus. Cartier Shampooing. Dieses Shampoo muss man immer gut schütteln. Es sieht eklig aus, es riecht nicht toll, aber es funktioniert. Meine Haare waren gut gepflegt, es war okay, aber es trocknet die Haare durchaus aus. Ich musste dann immer mit dem, mit irgendeinem Leave-In-Produkt oder so arbeiten, damit ich dann später durch die Haare kam. Nochmal Sebamed Intim Wash Lotion, das ist die zweite. Da habe ich ja schon alles zu gesagt. Und zuletzt Rilanya, so, ehemals Schlecker. Mega Duschgel Orient, habe ich sehr gern gemocht. Ist aber auch ein Duft, den nicht jede Frau mag. Ich fand es super als Sommerabend-Duschlotion. Erinnerte mich immer tierisch an Urlaub. Und ich glaube, meine Mutter hatte mal so ein Duschgel. Und ist auch eher so für ältere Frauen, würde ich sagen. Ist ein sehr orientalischer Duft. Ich mochte es aber. Mochte ich sehr gern. Hey, der Akku ist noch nicht ganz alle. Ich habe es geschafft. Ich bin durch. Die Tüte ist leer. Der gelbe Sack wird gleich megamäßig gefüllt. Und es war wieder ein Kosmetikmock. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich werde versuchen, nicht wieder so viele Monate ins Land streichen zu lassen, bis ich den nächsten drehe. Das ist ja auch für die Tasche nicht angenehm. Die ist ja wirklich kurz vorm Platzen. Ich weiß, wie man sich da fühlt. Ich meine, ich war ja auch im 9. Monat schwanger und da war auch kurz vorm Platzen. So lange warten wir nächstes Mal nicht. So, das von mir. So viel vom Kosmetikmord. Und ich würde sagen, hoffentlich bis bald. Tschüss. Ach, herrje. Herr Jemini, ich hätte ja fast ein Produkt unterschlagen. Balea, intensive Fußcreme. Die habe ich auch noch aufgebraucht. Und die war sogar richtig gut. Die hat mir nämlich richtig gut gefallen mit den Füßen. Muss ich echt sagen. Die hat nämlich mega gepflegt. Habe ich aber immer nur abends benutzt, weil sie ein bisschen schlecht einzieht. Aber schöne weiche Füße macht. Daher okay. So, jetzt bin ich aber weg. Tschüss.